Schwerwiegender wiegen landespolitische Entscheidungen, insbesondere hier in Berlin, die das Vertrauen von Menschen, die in Wohnraum investieren wollen, dabei sind, vollkommen zu zerstören. Der Mietendeckel hier in Berlin, rot-rot-grüner Mietendeckel in Berlin, der eine gute Sache, Dietmar Bartsch. Es sind hier in Berlin doch sofort Bauanträge zurückgezogen worden. Und nicht von irgendwelchen Heuschrecken, sondern ausgerechnet genossenschaftliche Wohnungsinitiativen ziehen ihre Bauanträge zurück, weil sie sagen, es gibt hier keine Planungssicherheit mehr. Wir sind dabei, einen Eckpfeiler unserer Wirtschaftsordnung einzureißen durch eine rot-rot-grüne Politik. Das ist gut gemeint. Aber wir sehen inzwischen die Verheerungen. Uns fehlen 1,9 Millionen Wohnungen in Deutschland, 300 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Woher soll das Geld kommen, wenn nicht von privaten Investoren? Es wird aber niemand in Wohnraum investieren, wenn er nicht sicher sein kann, dass sein Eigentum und die Verfügbarkeit darüber gesichert ist. Und deshalb, ich sehe vereinzelt Applaus bei den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wenn Sie das so sehen, dann gehen Sie mit uns nach Karlsruhe und klagen gegen den Mietendeckel von Berlin.